Willkommen, Detective. Ich bin der große Ra's al Ghul. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Kelch trinken. So einfach ist es. Irgendwie bin ich mir da nicht so sicher. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arkham City. Und naja, wir müssen die Prüfungen von Ra's al Ghul bestehen, die angeblich erst ein einziger Mann vor uns überstanden hat. Aber wir müssen es, weil wir müssen an seinem Blut rankommen, um, naja, unser Leben zu retten. Wir sind gerade sehr angeschlagen. Joker auch, aber ich meine, das ist nicht so wild. Aber wir gehen halt drauf. Und naja, wir sollen den Scheiß hier trinken. Ich befürchte, das wird unsere Wahrnehmung entsprechend durcheinander bringen und danach werden irgendwelche Dinge auf mich warten. Gut. Oh Mann. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt, deine Gesundheit regeneriert und deinen Willen manipuliert. Gesundheit regeneriert klingt gut, Willen manipuliert eher nicht so. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Was? Oh, ich habe nicht mein Dingssinn, meinen Detektivsinn. Okay, wo soll ich denn hin? Ich darf nichts berühren. Wechsel zwischen Herabstürzen und gleichmäßigen Aufsteigen, um lange Distanzen zu überbrücken. RT halten, Herabstürzen während des Gleitens. Ach du Scheiße! Wo muss ich denn überhaupt hin? Oh mein Gott, das wird ja mal mega krass. Darunter? Technologie wird dir in diesem Reich nicht helfen, Detective. Oh mein Gott. Ah, da unten, ich seh's. Okay. Ah! Wie komme ich wieder hoch? Hä? Der Herabstürzen ist toll, aber wie steige ich jetzt wieder auf? Okay, ich kann mich daran halten. Soll ich das? Weil ich soll hier doch nichts berühren. Okay, was müssen wir herabstürzen sollte, weiß ich nicht. Zeigen, ob du stark genug aber bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Deine Armeen also. Ja, ja. Na dann. Ja, aber warum weckt es wieder herabstürzen und gleichmäßigem Aufsteigen? Ich kann nicht aufsteigen. Ich bin herabgestürzt und danach war Schicht im Schacht irgendwie. Also ich rase jetzt nochmal hier runter und jetzt so, aber danach gehe ich halt nicht mehr hoch. Es geht dann nur noch runter. Hä? Ja, das geht nicht. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich komme danach nicht mehr hoch. Ich weiß nicht, wie ich aufsteigen soll. Ich kann nicht aufsteigen danach. Nochmal. RT halten. So, und jetzt lasse ich los. Nee, keine Ahnung. Scheiß auf herabstürzen. Ich glaube, oder warte mal. Nee. Ja, nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren. Komm schon. Nein! Du Hund! Ah. Hä, was meinen die denn mit aufsteigen? Also, ich meine, mir ist schon klar, was aufsteigen ist, ja? Nach oben. Okay. Aber ich ziehe den Stick nach unten und es passiert nichts. Ah, ich muss dafür mehr Schwung holen. Ich hatte zu wenig Schwung. Oh, ich habe es nicht lang genug gemacht. Ja, ich hatte zu viel Schiss, dass es nicht funktioniert. Okay, ja. Die Prüfung prüft also auch, ob ich Vertrauen in meine Fähigkeiten, meine eigenen Fähigkeiten habe, ja. Na dann. Wow! Ey, das war sie. Das hat mir keiner angekündigt. Okay. Nein. Von euch haben wir schon mal ein paar ausgeschaltet. Das können wir auch wieder schaffen. Oh, ich dachte, ich habe ihn runtergeschmissen. Oh, der ist weg. Der eine ist weg. Und der ist auch weg. Okay, sauber. Jawohl, richtig sauber. Bist du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Ja. Mein Nachfolger? Absolut. Wenn ich deine Armeen befehle, kann ich ihnen ja auch befehlen, nichts mehr zu tun, oder? So, rein theoretisch. So, zack, jetzt nach oben. Was wird denn das da unten? Nichts berühren, nichts berühren. Oh mein Gott, der Ast. Soll ich da rein? Okay. War das richtig? Oh mein Gott. Alter, kannst du landen bitte? Oh, Schockwelle. Das Blut des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Nicht schlecht. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Viel, ja. Bin ich auf jeden Fall dabei. Wobei, 600 Jahre leben, ich weiß nicht, ob man das unbedingt möchte. Oh mein Gott, das wird knapp. Oh mein... Nein, oh, ich hab zu früh gedrückt. Ja, ich hab's gemerkt.
Krass. Oh Mann, Alter, diese Flugkünste, die jetzt hier abgefragt werden, ich hatte gehofft, dass es mehr auf Kämpfen basiert als auf Geschicklichkeit, aber naja, irgendwie nicht so. Okay, runter, runter, runter. Und wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Oh mein Gott, ich hab zu spät, glaube ich, ich hab zu spät. Oh, es war knapp. Okay, pass. Hoch, hoch, hoch. Ja, und da hoch. Jawohl, sauber. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Das ist gut. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Welche da wäre? Ich hab mich schon entschieden, sonst wäre ich nicht hier. Hä? Okay. Ich finde das gut, dass der immer so eine Luft, so eine Spanne hier, so einen Flugweg hier vorzeichnet. Ansonsten wäre ich echt ziemlich lost und oh, das wird knapp. Nee, funktioniert, okay. Ah, ich gehe mal zu tief nach unten. Oh, 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 reicht. Perfekt. Ich muss immer nur in Reichweite des Enterhaken kommen. Oh, hi. Diesmal nicht. Diesmal habt ihr mich nicht überrascht. Oh, das ist aber... Okay, diesmal sind es mehrere. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Okay. Ja. Kann ich diesen Kling-Move machen, den ich gelernt habe? Ich glaube nicht, oder? Alter. Au, au, au. Okay. Ich konnte einigermaßen ausweichen auf jeden Fall. Okay, einer ist weg, zwei sind weg. Der dritte ist weg und der alle sind weg. Jawohl, sauber. Es wird Zeit, mir gegenüberzutreten. Bewältige diese Herausforderung und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Ja, wegen dem ewigen Leben bin ich nicht hier. Ich würde nur gerne mein Leben fertig leben. Das war's eigentlich schon. Mehr möchte ich gar nicht. So, meine Lebenszeit würde mir vollkommen ausreichen. Du musst sie nicht erweitern. Es wäre nur schön, wenn du sie einfach, ja, wiederherstellen könntest. Fände ich voll korrekt. Oh, das war zu früh. Das war close. Oh. Was ist jetzt los? Oh. Gut gemacht, Detective. Jetzt komm und finde mich. Ohne dir deine Belohnung. Was? Das war's schon? Niemals, oder? Will der jetzt gegen mich kämpfen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt gegen den kämpfen muss. Das Tal, ja. Du hast es geschafft. Echt? Bist du überrascht? Natürlich. Okay, also ich bin überrascht, ich ehrlich gesagt. Daran geglaubt. Ha. Wo ist Ross? Ich muss ihn sofort sehen. Mir läuft die Zeit davon. Deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Also habe ich es doch noch nicht geschafft. Okay. Ja, gut. Ra's al Ghul. Vater. Willkommen, Detective. Na, von wegen Tod. Es ist Zeit für deine letzte Prüfung. Ja, ich muss gegen ihn kämpfen, locker. Töte mich. Ja. Nimm meinen Platz als Kopf des Dämons ein. Es ist dein Schicksal. Oh, Mann. Ich töte niemanden. Nicht einmal dich. Sag ich doch, Batman tötet nicht. Du hast mich belogen. Ich brauche etwas vom Blut deines Vaters. Es gab nur diese Möglichkeit. Entspannt. Erlaube mir, dir zu helfen. Gerne. Benutze mein Schwert. Nimm alles davon. Nein. Und das, das ist dein letztes Wort? Lass mich raten, der will mich jetzt zwingen, ihn zu töten. Wow! Chill mal dein Leben. Das kennen wir schon von Solomon Grundy und das ging da nicht so gut aus. Oh Mann. Also hat er sich jetzt einfach wiederbelebt, ja? Wenn kein Nachfolger, dann halt derselbe, oder wie? Hä? Okay. Mega strange, der Typ. Bist du dir sicher? Ja, dann. Oh Mann. Oh Mann. Hä? Was zum Teufel? Wo bin ich denn jetzt hier?
Oh. Aha. Du hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest. Wow! Okay, das ist nicht lustig, Kollege. Das ist nicht lustig. Au, dammit, er hat mich... Das ist, glaube ich, der Echte? Nee, ist nicht der Echte. Wo ist der Echte? Da hinten ist der Echte. Da hinten ist der Echte. Ich kann euch wohl schlagen. Ich muss es nur mal hinkriegen. Okay, so, und jetzt kann ich meine Moves nutzen? Nee. Gib drauf, gib drauf, gib drauf. Jawohl, okay, sauber. Nee, meine Batarang. Doch, kann ich nutzen. Oh, verdammt. Oha. Aber jetzt kann ich es nicht mehr plötzlich. Oha, okay. Hi. LT und B, schnell Distanzstromladung. Ah, okay, sauber. Oh nein, der hat mich... Oh mein Gott, er hat mich predicted. Er hat gewusst, dass ich dahin springe. Der Arsch. Okay. Alter. Nee, der war schlecht. Nein, hätte ich nicht. Gar kein Bedarf, ehrlich gesagt. Ah, fuck, er hat mich in dem Moment getroffen, der Drecksack. Da oben ist eine Lebensleiste, er hat halb Leben weg. Okay. Oh nein! Oh! Und weg. Und schießen, schießen. Ah, jetzt wieder Schutz. Oh, warte, warte, warte. Oh! Ah, das ist mies. Jetzt, 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 jetzt! Jawohl. Sauer. Oh, ich lass mich drauf treffen. Okay, warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Jetzt. Jawohl. Sauber. Nein. Jawohl. Und nochmal schießen. Yes! Na, Kollege? Ist das schon alles, was du hast? Komm her. Oh, Konter. Oh mein Gott. Ich hätte es die ganze Zeit drücken müssen. Was? Ich hab's nur einmal gedrückt. Okay, Konter, 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 Konter. Komm schon, komm schon. Alter, was geht denn bei dir ab? Muss ich immer noch drücken oder jetzt? Aufs Maul geben, aufs Maul geben, aufs Maul geben. Komm schon. Niemals. Oh, nice. Es ist unser Schicksal, die Erde zu beherrschen. Den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Vergiss es. Mein Vater ist alt. Seine Zeit ist abgelaufen. Die will ihren eigenen Vater Unsere töten, Alter. Beginnt erst. Oh Mann. Nimm seine Klinge. Töte ihn. Akzeptiere dein Schicksal. Akzeptiere unser Schicksal. Nope. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, Geliebter. Von was heißt das? Haben die jetzt die ganze Zeit keinen Anführer gehabt, oder was? Oder hat sie jetzt Vertretung gemacht? Ist Legion. Oh mein Gott, was? Ich hab die ganze Zeit Y gehämmert, Leute. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt? Oh! Du darfst uns nicht besiegen. Chill mal dein Leben. Okay, vielleicht mit der Distanzstromladung oder so, ich weiß nicht. Oh! Es gibt so viele von uns. Okay, Y hämmern, Y hämmern, Y hämmern. Okay, war gut. Da ist er. Okay, ja, okay, kritischer Treffer, sehr gut. Das ist sauber. Ah, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht. Oh mein Gott. Alter, fuck. Unsere Zahl ist Legion. Unsere Zahl ist Legion, Alter. Ich glaube, das klingt im Englischen auch ein bisschen cooler. Oh, du Drecksack. Das war der Echte, das war der Echte. Sehr gut. Alter, was ist das für ein Kampf? Da ist er, der Echte, oder? Nee, welcher ist der Echte? Woran erkenne ich den? Oh nein, ausweichen, 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 ausweichen! Ach komm schon, ich hab Y gehämmert die ganze Zeit, da ist welche! Es gibt so viele von drauf, drauf, drauf! Das muss er sein, oder? Das ist er. Nein? Hä? Du da, da, da! Komm! Uns nicht schlagen. Ja, 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 ja! Ich hab ihn, oder? Du kannst uns nicht Keine Ahnung. Besiegen. Oh Mann, ich darf mich nicht mehr treffen lassen, ey. Okay. Nein, weg! Okay, drauf, 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 drauf! Ja! Hab ich ihn? Weg, weg, weg! Komm, weich doch aus! Ich hab Y gedrückt! Ich schwör's, ey! Ich hab's Y gedrückt! Es gibt so viele von uns. Okay, okay, bald hab ich sie alle, bald hab ich sie alle. Oder kommen die wieder, nachdem ich eine Runde abgeschlossen habe? Ich weiß es nicht genau. Weg! Okay. Du kannst uns nicht besiegen! Okay. Oh, ich kann euch besiegen. Weg! Unsere Zahl Und auf. Ist Legion! Ja, komm! Ja! Nein, nein! Ja, okay, drauf, drauf, drauf! Ja, und jetzt! Du kannst komm, der Letzte. Uns nicht besiegen! Ja! Komm, hab ich ihn! Hab ich ihn? Nein, ich hab ihn noch nicht. Aber ich hab Leben dazu. Ich hab Leben dazu. Ich hab wieder Leben. Distanzstromladung oder was mache ich jetzt? Nee. Ah, doch, 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 doch. Okay, wieder dasselbe. Oh! Alter, hat der viel Leben gezogen. Oh! Okay. Einmal. Da oben das ist deine Lebensleiste wieder. Weg! Mhm, okay. Oh mein Gott, das ist ein intenser Kampf, Alter. Das ist ein richtig guter Bosskampf. Diesmal hat es weniger Lücken hier, um ihn zu treffen.
Ah, ich lasse ihn nicht mehr dazu kommen, seine Schulrikens zu werfen. Das ist wichtig. Weil die sind gefährlich. Die sind zielsuchend. Diese Dinger hier mit den Klingen, die sind noch in Ordnung. Den kann man ausweichen. Oh, jawohl. Sehr gut. Ein Treffer noch, glaube ich. Ein Treffer noch. Nee. Oh. Okay. Einmal. Da. Ja. Jetzt lass das gewesen sein. Wobei, es war der zweite richtige harte Treffer. Von daher, vielleicht kommt noch ein dritter. Y. Okay. Ja, das ist das zweite Mal. Es kommt bestimmt noch ein drittes, oder? Oh, ihr Schweine. Ich mach dich kalt. Komm her, Kollege. Ja, Mann. Ja, Niederschlag. Ja, komm. Ja, Mann. Gib ihm. Oh, aua. Oh, ho, ho, aua. Okay. Wir haben sein Schwert. Ach, plötzlich soll ich nicht mehr töten, oder was? Mädel, entscheid dich mal bitte. Was macht ihr da? Was? Hör mir zu, Detective. Hör gut zu. Du wirst mich töten. Ach. Du wirst die League of Assassins anführen. Denn wenn du es nicht tust, töte ich die einzige Person, die du jemals geliebt hast. Wo willst du das wissen? Das war nicht Teil des Plans. Kollege, woher willst du wissen, wen ich je geliebt habe? Aha. Umgekehrter Batarang, was? Vorprogrammierter, ferngesteuerter Batarang, der seine Flugrichtung umkehrt und von hinten auf den Gegner aufprallt. Dies lässt den Gegner benommen und verwirrt zurück. Das ist für Geiselnahmen perfekt. Das hatten wir schon mal, die Situation, wo wir den Batarang nicht nutzen konnten. Umgekehrter Batarang, Ziel erfassen. Er tut es. Du weißt, dass er es tut. Mir doch scheißegal. Da. Catch dies. Jawohl. Sauber. Sehr gut. Entspannt, Alter. Detective. Ja. Du hättest mich töten sollen. Kein Bedarf. Ja, das hätte er. Was ist das für ein Mann, der seine eigene Tochter opfert? Und du? Du hast mich belogen. Ich dachte, du liebst mich, Bruce. Ich dachte, du wärst bereit, dich uns anzuschließen. Dann kennst du ihn ziemlich schlecht, offensichtlich. Nicht. Ihr zwei verdient einander. Du siehst alt aus, Ross. Was ist hier wirklich los? Ich habe die Lazarusgrube zu oft benutzt. Ich lebe seit 600 Jahren. Mein Körper und mein Geist ertragen nicht viel mehr. Jedes Mal, wenn ich die Grube betrete, habe ich Angst vor dem, was ihr entsteigt. Die Lazarusgrube vernebelt deinen Geist. Denk nach, wenn deine Grube in falsche Hände gelangt, wirst du Jahrhunderte der Zerstörung nicht verhindern können. Du kannst alles wieder gut machen, Ross. Beende deinen Kreuzzug, sonst komme ich zurück. Okay. Was ist das für bitte schon für eine Drohung? Töten willst oder töten tust du ihn ja nicht. Aber genau das will er eigentlich. Also, was willst du stattdessen machen? Wo zum Teufel bist du gewesen? Ich dachte, du wärst tot. Nee, mir geht's gut. Tut mir leid, sie enttäuschen zu müssen. Hast du Ross gefunden? Ja. Sekunde. Dein Anzug meldet wieder normale Werte. Bist du geheilt? Was ist da los? Na, geheilt nicht, aber erstmal ein bisschen aufgeschoben. Ross befindet sich mit seinen Truppen unter Arkham City. Sie extrahieren irgendeine in der Natur vorkommende Chemikalie, die er Lazarus nennt. Er benutzt sie schon seit Jahrhunderten und hat den Prozess so weit perfektioniert, dass er in der Lage ist, sich damit von den Toten wiederzuerwecken. Hast du was? Sorry, dass ich jetzt ganz kurz unterbrechen muss, aber wo muss ich denn lang, Alter? Genommen? Er hat mich dazu gezwungen. Geringe Mengen davon scheinen die meisten Gebrechen zu heilen. Aber selbst die kleine Dosis, die ich genommen habe, hat üble Nebenwirkungen. Ross war dem Zeug zu lange ausgesetzt. Das hat sich bemerkbar gemacht. Und glaubst du, du bist geheilt? Nein, die Wirkung ist nur vorübergehend. Ross wollte mich davon überzeugen, seine Grube zu benutzen, aber die Risiken sind zu groß. Wenn ich hier fertig bin, muss ich die Lazarus-Technologie weiter erforschen. Ich habe Ross gesagt, dass er die Grube schließen soll. Ich fürchte, das macht er nicht. Vermutlich nicht. Ross ist von dieser Grube abhängig. Ich habe ihm die Chance gegeben, diese Abhängigkeit zu überwinden. Schafft er es nicht, beende ich es. Okay. Das ist also die Sache. Hat Robin dir die Blutproben besorgt? Ja, er ist im Gotham General. Da geht's drunter und drüber. Ich verbinde. Hey Bob, freue mich von dir zu hören. Ich bin's. Was ist da los? Bruce sieht schlecht aus. Im Gotham General gibt es mindestens 30 bestätigte Fälle. Alter. In Mercy sind es knapp 50 und wie es aussieht, wiederholt sich das in der ganzen Stadt.
Hab eine Simulation gestartet. Bereits morgen früh könnte Jokers Blut in mindestens 2000 Menschen stecken. Alter. Die ersten Todesfälle werden kurz danach aufgeschlossen. Wie verteilt er das denn? Bruce, das Heilmittel. Hast du es? Noch nicht ich ganz, aber... Ich bin gerade auf dem Rückweg zu Freeze. Hoffentlich genügt die Blutprobe, die ich von Ross genommen habe, um die Formel zu vervollständigen. Wenn nicht, haben wir ein scheiß Problem. Wenn nicht, haben wir ein richtiges Problem. Kann ich diesen Aufzug nutzen? Diese Konsole wurde mit Tiger-Verschlüsselungsprotokollen geschützt, um sie zu knacken. Ah. Das Hauptsteuerprogramm, das Strange benutzt. Ah, alle, wo Tiger draufsteht, kann ich nicht, okay. Weil ich diese nicht selber entwickelt habe, scheinbar. Okay, naja gut, dann müssen wir halt zu Fuß gehen, ne? Okay, wo muss ich hin? Wo muss ich nochmal hin? Da muss ich hin, da kam ich her. Ja, ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, genau, genau. Und dann da. Ja, perfekt, Leute, wir haben's. Okay. Übrigens, was mir aufgefallen war, ich hatte ja gemeint, die Synchronstimme von Stana Katic erkannt zu haben in dem einen Part. Bei der Leibwächterin von Talia. Oder Kämpferin oder was auch immer. Die wir dann verfolgt haben. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Also vom... Protokoll 10 tritt in 2 Stunden in Kraft. Das ist nicht gut. Von der Stimme bin ich immer noch der Meinung, dass ich recht hatte. Aber ich glaube irgendwie, also, dass es nicht so ist. Hä? Was? Achso, oh, ich kann nicht schwimmen. Dann halt nicht. Bin ich jetzt drüben oder bin ich nicht drüben? Ich bin drüben, oder? Oh, gut. nee, aber die, die gute Stana Katic spricht eigentlich Talia im Englischen. Von daher wird das wohl nicht die deutsche Synchronstimme von ihr sein, die da die Leibwächterin spricht. Ich meine, könnte natürlich zufällig sein. Glaube ich aber jetzt eher mal nicht. Damit hier war nur diese Rittertrophäe. Och! Ist wieder dieselbe Scheiße wie beim letzten Mal, ne? Oh, komm schon, lass mich doch da durch. Oh Mann, jetzt haben wir wieder denselben Scheiß wie beim... Komm schon. Danke. Wo muss ich hin? Ah, da. Zur Not durch die Tür. Oh. Ah, Störsignale. Shit. Dann gehen wir in den Tunnel und machen sie wo? Fertig. Ich freue mich. Das wird die reinste Trotanjagd. Ist das ein lebendiges Störsignal? Also läuft der Typ mit dem Störsignal durch die Gegend, oder? Wieder zurück zum Stahlwerk? Nein, oh mein Gott. Weiter durch die Tunnel und suchen einen Weg, der ins Museum führt. Springt der da einfach runter, der Arsch? Und wenn Batman ihn schnappt? Dann wo ist der scheiß Störsender? Da vorne irgendwo. Hey, so unter uns. Was war das? Okay, das ist jetzt eher nicht so gut. Das ist jetzt eher nicht so gut. Ja, hast ihn verloren. Okay. Der Typ in der Mitte hat einen Störsender. Ding machen wir kalt. Den machen wir sowas von kalt. Ich glaube, ich muss den nicht besiegen, aber ich mach's jetzt trotzdem. An dem ich gemerkt habe, dass ich mich krank fühle? Nein? Ich erinnere mich noch gut daran. War der Abend, an dem ich Harley kennengelernt habe. Was? Kann gar nicht sein. Harley kennst du doch schon viel länger. Achso, warte, sollte das ein Witz sein? Oh Mann, okay. So, Jungs. Ihr habt ein Problem. Euer Störsender ist nämlich aus. Zusammenreißen und ihn finden. Wenn wir ihn verlieren, sind wir so gut wie tot. Verstanden? Oh, die haben den Wärmesender. Die haben den Wärmesender. Ich glaube, wenn ich mich nicht bewege, dürften die mich nicht sehen, ne? Oh ja, jetzt haben die mich gesehen, oder? Aber die wissen noch nicht, wo ich bin. Die blicken es nicht. Hast du wirklich gedacht, dass du dich mit meiner kostbaren Medizin einfach hier durchschleichen kannst, Ben? Ja. Ich meine, natürlich könntest du sowas. Aber ich kenne dich doch. Wir beide wissen genau, dass du der Verlockung bist und auf dem Weg noch ein paar Schädel speist. Ist halt wirklich so, ich könnte einfach abziehen, ne? Aber ich will die besiegen. Er hat halt wirklich recht. Der Arsch, er hat halt einfach recht. Was ist denn das hier hinten? Du wirst mir nicht entwischen. Oh, hi.
ausschalten. LOL! End fucking spannend, dass das geht. Oh, komm vorbei, komm vorbei. Oh, das war nicht gut. Oh, das war nicht gut. Ich bin dann mal weg, Bruder. Ich bin dann mal weg. Jetzt müssten sie mich eigentlich nicht mehr sehen. Ich hab ihn verloren. Okay. Kollege, kannst du das lassen, bitte? Du bist doch da schließlich alleine, oder? Ja klar bist du da alleine, Idiot. Der ist ja blöd, ey. Steht da alleine rum und ballert meine Statuen weg und denkt, ich bringe ihn dafür nicht um. Was ist denn mit dem Typ, ey? So, Leute, wir machen das ganz kurz. Ja. Du hast einen gefunden, das ist soweit richtig. Es ist mir scheißegal, darf ich dir sagen. Oh, guck mal, der unten ist doch niedlich. Der steht da ganz alleine rum, oder? Er wacht nicht auf. Okay, Achtung, komm mal rüber hier. Ah, der kommt hoch. Das ist jetzt natürlich Mist. Sauber. Sauber. So, teilt ihr euch bitte auf? Jungs? Hier mein Plan. Wir schwärmen aus. Wir finden den Bastard. Alles klar. Halt mal's Maul. Das ist schon durchaus möglich, ja? So zum Beispiel, oder? Bam! Jawoll! Ah, es ist schön. Ja, es ist doch schön. Okay. Dann haben wir sie doch. Stufenanstieg, siehst du, hat sich doch gelohnt, Leute. Hab ich doch gewusst. Hab ich doch gewusst. So, Spezial-Multi ausschalten. Das klingt mega geil. Du springst in die Luft und wirfst gleichzeitig eine Reihe von Batarangs. Dadurch werden alle Gegner, die sich am Boden befinden, bewegungsunfähig gemacht. Diese Attacke ist sehr nützlich, wenn sie perfekt abgepasst ist. Sie schlägt allerdings fehl, wenn sich keine Gegner am Boden befinden. Diese Spezialkombo-Bewegung kann nur dann eingesetzt werden, wenn deine Kombinationspunktlevel 8-fach oder drüber liegt. Okay, aber danach können wir so mehrere auf einmal ausschalten. Das ist natürlich geil, ne? Oder wir machen nochmal mehr Leben, Leute. Wie sieht's aus? Mehr Leben oder das hier? Oh, bei 5 schon verfügbar, nicht nur bei 8. Auch interessant. Ja, aber ich tendiere tatsächlich... Nee, nee, komm, wir machen das. Wir machen das, Leute. Hier, Spezial-Multi ausschalten. Das klingt ziemlich gut. Das klingt wirklich ziemlich gut. So, okay. Dann hole ich mir ganz kurz... Der Typ steht da oben einfach rum, Alter. Oh Mann. Dann hole ich mir ganz kurz da vorne mal den Scheiß. Ah, nee, kann ich nicht, weil ich habe keine Fernsprengladung, ne? Nö, habe ich nicht. Na gut, okay. Ganz kurz, wo ist jetzt mein Weg? Der dürfte hier unten sein. Ja, perfekt. Da müsste ich lang. Den einen da hinten habe ich außerdem schon ausgeschaltet. Der gehörte gar nicht da dazu. Die sind hinter dem Tor, oder? Ja, okay, entspannt. So, kann ich dem ganz kurz mal einen mitgeben hier? Ah, gehen wir mal ein bisschen auf den Sack, Alter. Oder, Alter, diese Dinger, ey. Ah, Schnellbatterang geht so, okay. Einfach nur LT antippen, ich habe das die ganze Zeit falsch gemacht. Da oben ist wieder die Trophäe für Catwoman, alles klar. Ja, dann machen wir doch da mal, einmal auf. Yes. Rinder. Sie beginnen damit, Schilde zu benutzen. Das schützt sie vor Frontalangriffen, aber nicht vor Angriffen von oben. Wie ist der Joker eigentlich an dieses ganze Zeug gekommen? Ich könnte die auch einfach leise von hinten ausschalten, da bin ich blöd. Das war mir schon klar. Oh na, ich bin so dumm. Okay, hi. Oh, okay. Heute Nacht wirst du sterben. Ich nehme die einzeln auseinander, würde ich vorschlagen. Wobei, warte. Ja, sauber. Ja, eigentlich wollte ich den anderen zuerst haben, aber dann nehme ich halt den hier. Oh, aua, das war nicht gut. Bam, nice. Ja, okay, das ist... Mit den Schilden ist nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Das geht voll klar, das kann man machen. Das ist in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. So, wo muss ich lang? Wo muss ich denn lang? Ich würde jetzt wirklich ganz gerne hier rauskommen. Was zum Teufel? Ich wollte eigentlich rutschen. Ich glaube, ich muss da lang, oder? Ah, fuck, falsche Reihenfolge der Knöpfe. Erst A, dann RT. So. Ah ja, so, okay. Und da kann man was sprengen. Ah, da habe ich schon gesprengt. Dann komme ich wahrscheinlich von hier. Neue Nachricht von Joker. Ach, hi. Da. Sie haben einen verpassten Anruf. Ja. Hey, hab dich vermisst. Wo
Ruf mich zurück. Bis dann. Sie haben einen verpassten Anruf. Hallo? What the fuck? Weiß nicht, ob du meinen Anruf bekommen hast. Ich würde ja so gern mit dir reden. Ruf zurück, Fetz. Sie haben einen verpassten Alter, Anruf. Der Typ geht um den Sack. Also ehrlich, du machst mich paranoid. Warum rufst du nicht zurück? Du bist doch nicht etwa gestorben, hä? Sie haben einen verpassten Digga. Anruf. Hör zu, ich weiß, dass du lebst. Mir sind vorm Turm ein paar Jungs verloren gegangen. Ja. Daher vermute ich, dass du schon von den Waffen weißt. Yep. Ich gestehe, es sind meine. Strange hat sie mir gegeben. Okay, sind wir jetzt wieder Freunde? Sie haben einen verpassten Digga. Anruf. Hast du das doch nicht mit meinen Jungs. Okay. Der Anruf von vorhin, du weißt schon. Doch, das war ich, passt schon. Das passt schon, das war ich. Alles gut. Digga, geh mir nicht auf den Sack. Gut, das wird langsam albern. Ich hinterlasse dir schon die ganze Zeit Nachrichten und du rufst nicht zurück. Wen muss ich umlegen, damit du ans Telefon gehst? Sie haben einen verpassten Bruder. Anruf. Endlich. Hey, Bats, wo hast du gesteckt? Ich ruf nur an, weil ich wissen wollte, wie es dir geht. Hast du schon Halluzinationen? Ich weiß, heutzutage lässt sich das schwer unterscheiden. Du wirst nie wissen, ob es wieder an Scarecrow liegt oder an meinem Blut. Das ja, ich habe auch schon vermutet, dass wir mit Scarecrow zu tun kriegen, als diese Halluzinationen kamen. Oder diese Reaktionen. Aber scheinbar war es immer nur von der Krankheit, von der Vergiftung. So, apropos verrückt, der Typ hat echt einen Arsch offen. Neue Joker-Szene ist zerstört, sehr gut. Der Typ ist bald zahnlos, wenn es so weitergeht. Oh. Ist das so? Wo muss ich denn, wie komme ich denn da lang? Ah. Er sagte, die Waffen sind unterwegs. Es dauert nicht lang. Welchen Teil davon verstehst du nicht? Hm. Ganz ruhig. Wir sind jetzt alle Freunde. Stimmt's? Nee. Ich nicht. Ich bin nicht euer Freund. Die machen wir noch kurz kalt, Leute. Danach machen wir Part Ende, würde ich mal sagen. Das ist doch sicher kein Problem. Ich könnte dann wahrscheinlich wieder an denen vorbeilaufen oder sneaken. Aber... Auf der Seite, die gewinnt. Ich auch. Cool. Joker will das schnell. Also auf meiner. Keine halben Sachen mehr. Kann ich den jetzt direkt? Ja. Das machen wir doch einfach mal. Zack. Ernsthaft? Ihr kämpft jetzt wirklich für die mit? Jungs, wenn ihr nicht blöd wärt, würdet ihr jetzt einfach direkt die paar mit den Schilden umlegen und dann ist gut. Der ganze Rest, ne? Naja. So viel zum Thema, ich kämpfe auf der Seite, die gewinnt. Ja, aber nur begrenzt. So, dem bin ich ausgewichen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. So, mach doch mal den Kerl da kalt. So, zack, zack. Dankeschön. Oh, ausweichen. Alter Vater, das war knapp. Tue ich das? So. Glaubt ihr das? Haha. Ihr seid ja vielleicht ein bisschen blöd, ey. So, gehen wir mal in die Multi-Battle-Rank. Jawoll, Alter. Oh, die sind wieder am Start. Bleib mal liegen, Kollege. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ja, das war nicht gut. Nein! Oh, okay. Die nehmen diesen Schild auf. Das ist ein bisschen blöd. Das wird wehtun, Fledermaus. Wird es das? Nein, du lässt den Schild liegen. Du Drecksack, du lässt den Schild liegen, habe ich gesagt. Oh, Alter! Das hat wirklich wehgetan. Du blöde Arschgeige. Sonst hast du aber einen Arsch offen, oder wie jetzt hier, hä? So. Machen wir auch den mal Schicht im Schacht hier. Schlafen legen. Dankeschön. Oh, alter Vater, der holt wieder aus, der Kerl. Bam. Gibt's eine mit, ey. Dich legen wir auch hin. Und für dich haben wir auch noch Platz unterm Bett. Da wirst du einfach irgendwo dazwischen gestapelt. Gar kein Problem. So, du Clown. Alter Vater. Das mit diesem Aushalten ist geil. Das ist wirklich geil. So einfach so eine Welle um einen drumherum und dann ist alles Matsch. Das ist episch. Kannst du das Maul halten? Danke. Gut, jetzt wollen wir hier ein bisschen Ruhe haben, Leute. Würde ich mal sagen, beenden wir den Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.